Sendung läuft unter völliger Desillusionierung. Erstmal suchen wir wieder den Fokus. Zum einen habe ich mich irgendwie ein bisschen in eine Sackgasse gefahren bei meiner Masterarbeit, aber das interessiert vermutlich nicht. Die andere Desillusionierung ist, wie alt zum Teufel bin ich eigentlich? Ich las gerade einen Artikel bei Spiegel, in dem ein 33-jähriger Reporter über seine Erfahrungen auf einem Treffen von YouTubern sprach und sich definitiv alt vorkam. So ging es mir auch, als mich die Erläuterung, also der Artikel hieß Die T-Shirts der YouTuber, was zum Teufel tragt ihr da eigentlich? Und ja, was da so drauf steht, habe ich auch null verstanden. Und ja, ich weiß nicht. Ich kenne weder die besagten YouTuber. Hier sind übrigens die Tokens in diesem Level. 2 Minuten, keine Waffe verlieren. Siege mit einem Spezialangriff. Keine Batterie darf gefressen werden. Letzteres war das Schwierigste. Wir werden gleich sehen, was ist warum. Ich weiß nicht, also das war ernüchternd. Also abgesehen davon, dass die Jugend heutzutage scheinbar das Wort dumm als Synonym dafür benutzt, dass etwas, dass sich Leute in ihren Videos tatsächlich zum Horst machen, was man mit etwas Verstand, also durch Sachen, die man mit etwas Verstand überhaupt nicht witzig finden würde. Aber, ach, ich weiß nicht, also insgesamt war es doch irritierend. Kein Wunder, dass ich mit meinen Videos nicht irgendwie Fuß fassen kann in der YouTuber- und Let's Player-Gemeinde. Darum, ich habe knapp 150 Abonnenten und die meisten davon wissen es wahrscheinlich gar nicht mehr. So ist das Leben. Ich mache das ja auch nur für mich. Also, ich meine, wenn ich, solange ich mehr Daumen hoch als Daumen runter habe, ist das ja schon Gewinn genug für mich. Ich mache das ja nur für mich und für mein Seelenheil. Ja, so viel zum Thema Desillusionierung. Ich mache jetzt einfach los auf den Boss. Geblieben. So, nach diesen Attacken fallen Batterien herunter, die der Frosch ziemlich cool findet zum Fressen und danach noch eine weitere Sonderattacke durchführt. Und jetzt fielen nach dieser Sonderattacke gerade mal 3 Batterien herunter, von denen jetzt die eine, die direkt neben ihm lag, zum Glück nicht gesehen hat. Ja, prima. So, damit habe ich jetzt, glaube ich, endlich alle zusammen hier. So, damit hat er jetzt eine Batterie erwischt. So, und danach kommt er nochmal zentral.
Diese Batterien werden übrigens auch nicht durch die anderen Mies irgendwie angegriffen, wenn sie denn sehen oder sowas. Die sind halt echt dir selbst überlassen als Spieler. Oh, daneben. Oh, kein Fokus, aber dafür etwas Geblitzel. So, immerhin diese beiden Sachen geschafft. Ich falle wieder mal aus der Wertung raus. Also die Wertung bezieht sich übrigens, für die, die es noch nicht wissen, auf alle, die man bisher getroffen hat. Man erstellt quasi seine eigene Weltrangliste durch den Streetpass, den man hat. So, ja, das war es jetzt fürs Erste. Ich habe noch wieder ein bisschen was im Eingang. Vielleicht gucke ich gleich da nochmal rein, vielleicht auch nicht. In diesem Sinne, gehabet euch wohl. Ihr Yongis. Und Revis und Shrooms und Tuttles. Ich kenne ja immer einen Musician und Gronkh, wobei ich von Gronkh noch nichts gesehen habe, obwohl mir gesagt wurde, der soll sehr gut sein. Und von Musician habe ich auch noch nichts gesehen. Ich habe ihn nur im Hinterkopf, weil streetpass.de regelmäßig irgendwas von ihm retweetet, ihn erwähnt und er außerdem aus Hannover kommt, meiner Heimatstadt. Der schönsten Stadt der Welt.